Was macht ihr eigentlich hier unten, ihr Turks? Ja, wenn es sein muss. Oder waren sie suchen und zu töten. Gut. Ja, nun haben wir die Chance, es zu Ende zu bringen, im Kampf oder eben nicht zu kämpfen. Aber diese Chance steht nur da, weil wir das Shafi-Side-Quest in Wutai gemacht haben und Elena gerettet haben. Aber wir kämpfen natürlich. Ich will ihre Ausrüstung haben. Ja, eine komische Beziehung, das ist wahr. Lass es uns zu Ende bringen. Und ihr seht gleich, warum ich den Zitrich angelegt habe. Erstmal Mega-Abwehr. Und damit klauen wir als erstes mal Reno. Mona kümmert sich um Elena. Und bitte lasst uns was klauen können. Die drei haben nämlich sehr schöne Sachen bei sich. Ein Krafttrink, wunderbar. Von Elena könnten wir jetzt stehlen, aber es hat ihr angeblich wehgetan. Das ist in der hinteren Reihe. Den Zitrich von Loot haben wir auch schon wieder. Das ist sehr toll. Läuft richtig gut. Ich muss nur noch Elena beklauen. Und dann können wir die Leute auf den Friedhof schicken. Ach nein, die Verwirrung. Ich hasse sowas. Verfehlt. Super. Und? Konnte ich jetzt stehlen. Komm schon. Ich will ihr Accessoire. Oh ja, und Ruth hat natürlich auch über die Megafunken als Hauptangriff. Er liebt den. Minerva-Reif gestohlen. Super. Ich will hier den Klingenstrahl nutzen. Der geht nämlich zu beiden Seiten raus. Oh, ich könnte Schatten benutzen. Ja, warum eigentlich nicht? Schaffen wir erstmal Elena aus dem Weg. Ihr habt es gerade gesehen, der Klingenstrahl hat bei Elena eine ganze Menge abgezogen. Okay. Mega Abwehrzeit. Und weißer Wind von Lazarus. Mona darf tödliches Fest benutzen. Ja, und wenn sie jetzt mehr Schaden austeilen würde, wäre es richtig ordentlich. Oh, das hat weh getan. Schatten auf Elena. Denn ihr komisches Zeug, was sie da macht, das stört mich mit dem Herzen. Das könnte nämlich treffen. Und wenn wir jetzt verwirrt werden, ist es ganz schlecht. Wachmut 0 will ich jetzt gerade nicht, ne? Wir beschleunigen. Nee, wir verlangsamen die Turks. Die haben übrigens auch alle etwa so 20.000 bis 30.000 HP. Das ist nicht wenig, was wir hier bekämpfen. Aber etwa der gleiche Schwierigkeitsgrad wie Ultima Weapon. Schatten auf Elena. Auch Slash, warum nicht? Können wir auch mal machen. Mit Gemach funktioniert das sogar. Super. Gut zu wissen. Wie? Mist. Das kann es ja wohl nicht sein. Mal. Mega-Elixier habe ich jetzt gerade nicht. Jetzt nehmen wir mal Beta.
Ja, wie Schluss. Ach nee. Noch nicht Schluss. Na gut, wenn ihr keine Lust mehr habt, haut ab. Ihr seid frei. Es gibt nicht unbedingt viel Erfahrung oder Geld. Aber es geht uns ja eh nur um die Ausrüstungsgegenstände, denn... Wir bekamen den Minervereich hier von Elena. Ist keine so hohe Verteidigung, aber neutralisiert Feuereis, Heilig und Schwerkraft. Das ist nützliches Zeug. Ich werde erstmal hier beim Ziedrich bleiben. Dafür aber kann unser Kollege hier mal... Ja gut, der Krafttrink ist von Reno. Vitalität und Gemüt plus 50. Das ist sauber. Bitte ausrüsten. Und dazu gibt es noch den Ziedrich Nummer 3. Alles von Wut geklaut. Weiter geht's nach Norden. Ich meine, hier ist der Weg zum Shinra-Hauptquartier. Nein, hier ist der Weg, den wir normal gehen müssen. Aber ich will noch mal weiterlaufen. Ah, Lisa. Bei ihr ist alles klar. Was auch immer du da am Boden machst, gut, aber wenn alles klar ist, dann mach ich mir mal keine weiteren Sorgen. Privatierungsangriff bei der verrückten Siege. Das Ding ist tot. Ganz sicher. Auch wenn es nur ein Slam-Dunk oder so ist, ne? Aber ja, Gigaslam, so ist das. Hat ja schon gereicht. Hä? Mit Smokey? Wohin? Verdammte Kanone. Ja. Ich will nach links. Hier geht es nämlich zum Shinra-Hauptquartier. Da können wir uns jetzt noch etwas abholen. Und die Chance haben wir nur einmal. Ich laufe nicht über die Treppen. Ja, zu Sister Ray geht's nicht so lang, ich weiß. Ich will ja auch noch nicht zu Sister Ray. Ich will mal kurz hier reingucken. Das sieht nämlich nach einem Laden aus. Wo keiner ist, aber hier gibt es die Fahlramme und die Meisterfaust. Uhu. Ja, sortieren wir nach Typ, dann schauen wir mal, was es ist. Meisterfaust ist was für Lisa, weil er mal zuständig ist für mehr Schlagkraft. Fallrahmen für Mr. T. Die Truhen sind doch vorher schon da, aber wenn noch jemand hier im Laden steht, können wir sie nicht öffnen. Ihr habt also hier eure einzige Chance, daran zu kommen. Und dann werde ich mal hier die Treppe erst hochgehen. Und wenn ich dann da finde, was ich finden will, wo steht denn hier so? Nichts zu gucken. Na gut. Dann fahren wir mal mit dem Aufzug. Ah ja. Das dauert ein bisschen. So. Jetzt sind wir hier wieder im 60. Stock, meine ich. Und hier sind zum Glück noch die schwachen Gegner vom Anfang des Spiels. Die jetzt natürlich keine Chance haben. Absolut null Chancen. Aber wir wollen dahin, wo die ganzen Bücher sind. Müsste jetzt der Außenfahrt? Ja, super. In den 60. Stock möchte ich. Ach so, ja. Wir hätten auch direkt hinfahren können. Na gut.
62 war das? Ja. Hier drin ist das, was ich haben will. Müsste irgendwo hier in den Regalen liegen. Das liegt doch irgendwo hier drin, oder nicht? Es geht nämlich um die ultimative Waffe für Ballast. Ich will ihn zwar nicht mehr benutzen, aber... Und guck mal hier. Friedensgesetz von Heidegger. Pah. Der Bürgermeister ist auch weg. War die Waffe hier drin? Und guck mal hier. Sektor 0 gab es also auch. Daher auch 9 Reaktoren. Ich meine, dass hier irgendwo die Waffe rumliegt. War es ein Stockwerk weiter oben? Das ist komisch. Komm mal in 63. Und ja, ich hätte auch die Treppe nehmen können, aber ich mag die Aufzüge hier. Ah ja, jetzt können wir auch hier durchlaufen und uns da was abholen. Und du bist tot. Was haben wir hier denn noch drin? Himmelssperr. Lüftungsschacht? Nee. Das hatten wir schon mal. Hier liegt ja sonst nichts mehr rum, ne? Nee. Ach, wie können wir die Automaten hier prüfen? Gack, gack, gack. Hm. Da können wir nicht reinklettern. Dann will ich aber trotzdem noch in den anderen Lüftungsschacht reingehen. Denn da vermute ich etwas drin zu liegen. Vermute etwas drin zu liegen. Ich nix Deutsch heute. Naja. Wir schauen uns jetzt den anderen Lüftungsschacht an. Der war ja hier drin. Reinkletternd umsehen, genau. War hier nicht noch irgendetwas? Keine Items? Ha. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es hier noch Kapseln gab. Da habe ich mich wohl getäuscht. Gut. Zur Treppe. Und weiter nach oben. Sicherheitssperren gibt es hier jetzt sowieso nicht mehr. Ah, stimmt. Und hier ist der richtige Bereich. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Abgeschlossen. 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 Hm. Megafon. Das ist Ballasts ultimative Waffe. Wie man hier sieht. Da. Megafon. Sehr lustig mit dem Namen, aber ja. Warte mal eben, wir könnten... Oh ja, komm. Wir könnten uns einfach mal ausruhen. Eilig haben wir es ja nicht. Nee. Na gut. Was wir hier wollten, haben wir erledigt. Also geht's wieder nach unten, den ersten Stock. Und um es nochmal gesagt zu haben, ihr habt nur diese eine Chance hier. Für die ultimative Waffe, ne?
Wenn du das nicht machst, gibt es kein Megafon. Dann nicht. Die Frage ist nur, ob man das wirklich braucht. Den Ballast alias Kai Cis im Team zu haben, das ist... Ach. Oder gibt es jemanden bei euch, unter euch, der gerne mit ihm kämpft? Ich persönlich ja nicht. Ja, und hier ist eine Sackgasse, wie man sieht. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder hier zu Tunnel 9. Und von da aus gehst du nach oben. Auf dieses Gerüst. Denn wenn es um Gerüst geht, ist es weiter. Hier ist übrigens nichts mehr. Aber wir schauen mal kurz was nach. Bauzeiger, ja gut. Seine ultimative Waffe bekommen wir nämlich erst noch. Aber ich denke, wir sind hier gut gerüstet. Ja. Man könnte vielleicht noch eine Analyse reinhauen, dass ich euch zeigen kann, was wir bekämpfen werden. Und Hyper, Hyper, Hyper. Was kommt da da? Ein riesiger Roboter? Ach, es sind Kyahaha und Kyahaha. Die beiden mit der Pferdelache. Was habt ihr denn da gebastelt? Ihr seid der letzte Dreck. Die Anti-Weapon-Kanone? Meint ihr jetzt den Roboter oder die Kanone? Es klingt nicht so, als meinte er den Roboter. Der Stolz-Robo. Ah ja. Lass mal sehen. Er ist groß. Ja. Und er besteht aus zwei Teilen. Macht doch nicht viel Schaden. Eine Jamar-Rüstung. 20.000. Okay. Nichts zu stehlen? Echt nicht? Nichts zu stehlen. Gut. Was haben wir da oben? Es gilt übrigens erst die Rüstung zu zerstören, bevor wir dem Roboter selbst Schaden machen können. Ihn können wir nicht analysieren. Na gut. Dann gehe ich mal auf Mega-Abwehr. Und beschwöre mal Typhoon. Man will ja alles mal gesehen haben. Was macht ein Schatten für einen Schaden? In der Rüstung bitte? Interessant, oder? Wow, über 8000. Das ist nicht wenig. Ich bin richtig begeistert. Können wir mal Schatten einsetzen auf die Rüstung und dann sollte die kaputt gehen. Wie? Das waren ja gerade mal 2000? Zwei neun rum. Naja. Ich bin jetzt nicht allzu beeindruckt davon. Mit Zauberatem.
oder kein Hals irgendwas reißen. Wir werden es gleich sehen. Zeig, was du kannst, Hades. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war, an Schaden. Ich habe es nicht gesehen. Ich denke mir, es war irgendwas mit 2500. Und irgendwo eine 2 zu sehen. Die Rüstung ist kaputt. Yeah. Das ist gut. Ach übrigens, Laser wirkt nicht, da es ein Boss ist. Sein Laser dagegen macht 111 Schaden. Oh Gott. Man sieht, der Zietrich ist toll. Hohe Verteidigung, hohe Zauberabwehr. Plus die Hälfte des Zauberschadens, die man kriegen würde. Bio hilft da auch nichts, das weiß ich zufällig. Na, ich würde mal bei Zauberatem bleiben, denke ich mir. Ne? Und Mona darf mit dem Zweifachschlag angreifen, da sie ungefähr 8000 Punkte bis 9000 Punkte Schaden macht. Das ist super. Besser geht's gar nicht bei ihr. Und da wir stolz Robolitz klauen können, müssen wir uns auch darüber keine Gedanken machen. Oh, 8000, super. Und nochmal 8000, 9000 sogar nochmal. Oh Gott. Die dürfte eigentlich gleich schon zu Bruch gehen. Ich schaue noch nach wegen Analyse. Konnte ich analysieren. Ach, schade. Da dürfte es down gehen, oder? Noch immer nicht. Respektabel, Kollege. Der hält gut was aus. Wir teilen aber auch gut aus. Das war's. 15.000 Erfahrung und 2.500 AP. Für jeden ein Level up. 20.000 Geld und Ragnarök. Ein starkes Schwert für uns. Natürlich aber nicht so stark wie die ultimative Waffe. Und tschüss, stolz Robo. Das fand ich wirklich schwierig. Weiter. Da wollen wir lang. Kiste mit einem Mistil. Was ist ein Mistil? Nun. Ein Mistil ist Rüstung, die aber keinen wirklichen Effekt hat. Deshalb bleibe ich bei Zietrich. Aber hier kommt ein bestimmter Punkt im Spiel, wo wir zum Mr. T wechseln.